Ich freue mich auch, dass das mal geklappt hat. Endlich, es wird gehen um Musik und Psychoanalyse und um Hirnforschung. Die Seite, die aber Musik hören ja auch Flusser berührt. Seit Jahren gehen mir diese von Flusser ja nicht mehr zu Ende gedachten oder zu Ende überlegten oder zu Ende bewiesenen Formulierungen aus seinen letzten Büchern im Kopf rum, die Schrift insbesondere, die sich um diesen Gedanken drehen, der Ablösung des Alphabetismus, also unserer zentralen, unserer Leitkultur, sowohl was die Speichermedien angeht, wie auch unser Eintritt ins kulturelle Denken übers Alphabet seit knapp 3000 Jahren, wie das abgelöst wird durch digitales Denken, durch digitale Formeln, mathematische Formeln und digitale Raumkonstruktionen, von denen Flusser in einem immer noch irrwitzigen Sprung an verschiedenen Stellen behauptet, dieser Sprung würde unsere Hirnstrukturen einschneiden, verändern, und zwar so verändern, dass wir, die noch am Alphabetismus hängen und in diesem Medium groß geworden sind, inzwischen so etwas wie die neuen Analphabeten wären, die von der Kultur des Digitalen überholt worden seien. Also Wissenschaftler im Ökonomischen, Mathematiker, Physiker etc. würden überhaupt nicht mehr in grammatischen Sätzen reden, sondern in Formeln. Sie würden das höchstens noch übersetzen für uns Analphabeten, die wir den Formeln nicht folgen können. Und Beweise dafür gibt es bis jetzt keine. Vor allen Dingen nicht für den damit zusammenhängenden Flussersatz, dass er sagt, diese Kulturformen, Denkformen, Gehirnformen sind nicht kompatibel miteinander. Er sagt, bei der jetzigen jungen Generation, wo das digitale Denken, ohne dass sie es selber merken und wissen, von ihnen Besitz ergriffen hat, von ihrem Hirn, das sei mit dem Alphabetismus nicht mehr vereinbar. Man kann das immer nur mit Beobachtungen stützen. Also meiner Meinung nach hängt die heutige Abneigung gegen das Lesen damit zusammen, dass eine ganze Generation nicht mehr in der Lage ist, die Augen auszurichten auf diese gedruckten Zeilen der Bücher. Man kann das in der Schule beobachten an Schülern, die, wenn sie einen Aufsatz schreiben sollen, das mit der Hand nicht können, aber am Laptop ja. Und der eine andere Sorte Buchstaben, einen anderen Raum zur Verfügung stellt, einen anderen Denkraum. Man kann das auch sehen an dem Untergehen des Geschichtsdenkens, dessen, was Geschichtlichkeit heißt für unsere Generation. Wenn man jetzige Schüler, auch Abiturienten, die Geschichte Leistungskurs machen oder so, anguckt, die, denen es nicht gelingt, das dritte Jahrhundert vor oder das vierte, also eine Plato-Zeit mit 500 nach oder 800 oder 1200 oder 1700 in Zusammenhang zu bringen, außer vielleicht an so ein paar Einschnitten wie perspektivisches Denken, Renaissance. Das geht vielleicht noch gerade. Aber das Raster der Geschichte als einer linearen Zeit, die wir jetzt so 3000 oder wenn wir wollen 10.000 von der Haustürzüchtung an oder Höhlenmalereien sind wir bei 50.000 zurück. Diese Linie stellt sich nicht mehr her bei den allermeisten. Wenn Sie Geschichtsarbeiten schreiben müssen, lernen Sie schnell die Fakten auswendig und vergessen sie nach einer Woche wieder, weil das nicht haftet. Aber die Zeit wie im Fantasy-Roman oder wie im Computer, wie auch alle Texte inzwischen im Computer ja gleichzeitig vorliegen in dem Moment, wo die Schriften, die Buchstabenschriften der Welt digital erfasst sind. Und man kann mit der Suchmaschine eingeben, einen bestimmten Begriff, der bei Kafka auftaucht, und dann kriegt man die Antworten, wie dieses Wort in der ganzen geschriebenen Literatur von den Griechen bis jetzt auftaucht und hat einen völlig neuen Text, eine völlig neue Querverbindung und ein völlig anderes Denken. Das heißt, die Historizität dieses Einzelwortes oder der Begriffe verschwindet damit auch. Man kann also solche Beobachtungen anstellen und sehen, also ich tue das so und ich denke, das hat was mit diesen Flusser-Behauptungen zu tun. Man kann Belege dafür entdecken, dass so eine Umstrukturierung, also Neuordnung von Geschichte
in jetzigen Köpfen, also eben nicht mehr als Geschichte, sondern Gleichzeitigkeit aller Zeiten, wie im Computer, mit dem Sprung, wieso, was macht das im Hirn, ne, wo der Streit der Hirnforscher läuft, sind solche Dinge tatsächlich in der Lage, die Synapsenverschaltungen im Hirn so zu verändern, dass man von dauernden Veränderungen reden kann, oder sind das Spekulationen ins Blinde, ins Leere? Ne? Auf diesem Hintergrund läuft jetzt das ab, was ich hier vortragen möchte über Übertragungen. Übertragung, Gegenübertragung, Zentralbegriffe in der psychoanalytischen Technik heute und natürlich Zentralbegriffe im Bereich des Sendens, Empfangens, zum Beispiel von Musik. Und um Musik und Psychoanalyse wird es jetzt erstmal gehen. Fängt an mit der Pränatalität, Klangkörper, Mutterleib. In einem schönen Buch zur Psychoanalyse der Musik gibt Sebastian Leikert einen Abriss der Bedeutung des Hörens für das Kind im pränatalen Stadium. Die erste Besonderheit der Musik liegt für Leikert darin, dass sie sich, anders als die Wörter, nicht auf gesehene Objekte, Objektvorstellungen, sondern auf erlebte Körperspannungen bezieht. Der Fötus lebt in einer akustischen Welt. Die erste Umgrenzung des Selbstgefühls im Mutterleib ist eine Lauthülle. Sie gibt noch vor der Erfahrung der Haut dem Fötus ein erstes Konsistenzgefühl. Ab dem vierten Monat der Schwangerschaft ist das Gehör als erstes Sinnesorgan voll ausgebildet und spielt eine wichtige Rolle in der Beziehung von Fötus und Mutter. In der Stimme gewinnt die Mutter für das ungeborene Kind die erste fassliche Gestalt. Die Mutter ist für das Kind zunächst die Stimme, so Leikert. Das Ungeborene entwickelt eine Beziehung zu dieser Stimme. Nochmal Zitat: Zudem ist der auditive Kanal mit dem Körpertonus direkt verbunden. Das Gehör ist als Schaltstelle für die Muster der Innervation des Körpers verantwortlich. Bestimmte Frequenzen sind für die Aktivierung der Hirnrinde und damit für den Körpertonus verantwortlich, also für den Bewegungsstart. Sowohl die psychische Aktivität als auch die Integration des Körpererlebens sind also mit der auditiven Beziehung eng verbunden. Der Fötus nimmt aber nicht nur die Stimme der Mutter wahr, er hört auch ihre Körpergeräusche. Darm, Pulsschlag, ihren Atemrhythmus, ihre Körperbewegung, die Rhythmik ihres Ganges. Die Mutterleibsgeräusche erreichen bis 84 Dezibel, das entspricht städtischem Straßenlärm. Ohne solche Gewöhnung würde das Baby nach der Geburt vermutlich an unerträglicher Lärmzufuhr sterben. Puls, Atem und Gang sind aber nicht nur körperliche Abläufe, sie finden sich parallel in den Abläufen von Musik. Das Ungeborene versteht Musik, weil sie die Physiologie des Mutterkörpers nachbildet. Weil sein eigenes Pulsieren mit dem Pulsieren des Körpers, der ihn umfängt, entsteht. Dem Herzrhythmus entspricht in der Musik das Metrum, der Beat, dem Atemrhythmus die Phrasierung und die Modulierung der Stücke. Während im Melodieverlauf und den Abläufen der Harmonik der ständige körperliche Wechselvorgang von Spannung und Entspannung wiederholt, bearbeitet, verändert, verschoben wird. Der Reiz der rhythmischen Verschiebungen, der Synkopierungen, besteht unter anderem darin, vom Mutterbeat abzuweichen, eigene Wege entlang zu stolpern. Jede Abweichung, jede Verzögerung des erwarteten Lustgefühls ist ein Stück Körpererweiterung und später Welterweiterung, Erprobung eines neuen Terrains. Marschmusik, wie alle Musik, die den Viertelbeat mit Betonung auf 1 und 3 durchzieht, wäre von daher kontraphobisch, eine Selbstversicherung, nicht vom Herzschlag des Trägertiers verlassen zu sein. Wenn Sie mal darauf achten, wie deutsches Publikum klatscht, wenn es mitklatscht, immer auf 1 und 3. Ne? Jedes amerikanisierte Publikum auf der Welt klatscht auf 2 und 4 mit Verschiebung, ne? Backbeat. Wobei nicht eine bestimmte Musikart entscheidend ist für die Auslösung bestimmter Körpergefühle des geborenen Kindes oder der erwachsenen Person. Entscheidend sind die Affekte, die die Mutter erlebt hat bei einer bestimmten Musik. Die Mutter überträgt diese Gefühle auf den Fötus.
So ist die seit langem und immer wieder kolportierte Erzählung, dass Babys bei Mozart-Musik leichter einschlafen und dann auch ruhiger schlafen würden als Babys bei Rock- oder Jazzmusik, unzutreffend. Es kommt darauf an, welche Musik die Mutter während der Schwangerschaft gehört hat und mit welchen Gefühlen. Auch dieser Bereich der Reaktionsfortsetzung bzw. Differenz zwischen Fötus und Kleinkind ist inzwischen untersucht. Ergebnis: Das Kind einer Harfenistin schläft leichter und ruhiger bei Harfenmusik. Sein Geschrei bei Unwohlsein kann mit Harfenmusik gestoppt werden, während eine andere Musik sein Unwohlsein verstärkt. Während das Baby einer Mutter, die regelmäßig in der Disco war während der Schwangerschaft, von Harfenmusik nicht beruhigt wird. Im Gegenteil, es schreit stärker. Aber es schläft gut ein bei lauter Musik, die jener gleicht, die es als Fötus im Mutterleib gehört hat. Nicht nur gehört, sondern erlebt hat. Es wiederbelebt nach der Geburt die Gefühle, die die Mutter ihm übertrug bei Disco-Krach. Als ständige Orientierung dient dabei dem Fötus die Stimme der Mutter, die zusammen mit den Musiken, die da öfter klingen, die Kraft hat, dem Fötus und später dem Kleinkind als das gute Objekt im Sinne Melanie Kleins zu erscheinen. Als gute, nährende Brust, im Gegensatz zu verfolgenden Objekten, die demzufolge nicht nur aus der Abwesenheit der Mutterbrust, sondern auch der Mutterstimme sich ableiten. Abwesenheiten, die den Kleinkindkörper mit Zerrissenheitsgefühlen bedrohen. Durch die Abwesenheit der Stimme der Mutter können erste Erfahrungen bedrohlichen Objektverlusts sich ausbilden. Stimme und Musik verkörpern demnach wie nichts anderes die glückliche Beziehung zum guten Objekt. Beziehung zum guten Objekt, noch bevor dieses Selbst sich als ganze Person in der Wahrnehmung des Kleinkinds ausgebildet haben muss. Die Anwesenheit von Stimme und Musik als glückhafter Zustand, als Gleichgewicht, als Leichtigkeit, als Abwesenheit von Verfolgung. Musik führt so immer etwas mit sich, zumindest die glücklichen Momente eines frühen Gehaltenseins, wenn es sie gab. Leiker zitiert in dem Zusammenhang einen Gedanken von Susanne Maiello zum Spracherwerb des Kleinkindes bei Abwesenheit der Mutterstimme. Sollte diese Abwesenheit aus welchen Gründen immer eingetreten sein, könne dies den Spracherwerb des Kindes befeuern, indem die Stimme des Kindes selber versucht, die entstandene Leere zu füllen. Eine Erfahrung von einem entleerten Raum, in dem sich später das Denken entwickelt, sowie die Sprache, die das verlorene Objekt re-evozieren, das heißt ihm die Stimme zurückgeben kann. Der spätere Spracherwerb dient dann der Restitution dieses verlorenen Objekts. Die frühe Entwicklung von Gesangsfähigkeiten beim Kleinkind könnte dann umso mehr diese Funktion erfüllen. Die eigene Stimme als gutes Objekt, wie sie ja im onomatopoetischen Gesang, das ist dieses glückliche, wortlose Gebrabbel und Juchzen der Kleinkinder in der Wiege, gut wahrzunehmen ist, könnte sich entfalten als Versicherung gegen eine befürchtete oder tatsächliche Abwesenheit der Mutterstimme. Füllen des Raums mit der eigenen Stimme als Medium. Musik ersetzt aber nicht nur, sie tut mehr. Sie verspricht die Fortsetzung der Erfahrung der Anwesenheit des guten Objekts auch unter den sich verändernden Bedingungen des in der Weltseins in späteren Lebensphasen. Zwischen dem Adoleszenten und den neuen Objekten der Außenwelt kommt es zu immer neuen Übertragungen und Musik ist ein Leitmedium dieser Explorationen. Für manche Kinder heute, für die meisten wahrscheinlich sogar das Leitmedium. Körperspeicher. Auch nach Robert Jordan, Buchtitel Das wohltemperierte Gehirn, wie Musik im Kopf entsteht und wirkt, sind alle erlebten frühen Körperspannungen verbunden mit Tönen, mit Musik. Das Buch von Jordan heißt im Original Music, Ecstasy and the Brain. Ne, Musik, Ekstase und das Gehirn, das wird auf Deutsch zu Das wohltemperierte Gehirn, wie Musik im Kopf entsteht und wirkt. Also Music, Ecstasy and the Brain. Der Körper schwingt mit beim Empfang musikalischer Schwingungen. So wie der Körper des Instruments durch sein Mitschwingen den Ton der Saite erst richtig hörbar macht, sagt Jordan. So ähnlich nutzen wir unseren Körper als Resonator für auditorische Erfahrungen. Der Zuhörer selbst wird zum Instrument,
Er legt selbst seinen Körper in die Hände der Musik und lässt diese auf ihm spielen. Darum drückt sich Musik bei uns durch Bewegungen aus und nicht zum Beispiel durch bildliche Vorstellungen. Beziehungsweise tut sie das nur bei wenigen. Es handelt sich um eine Sprache, bei der sich Klangobjekte koordiniert bewegen, genauso wie sich Körperteile koordiniert bewegen, wenn wir laufen. Kein Wunder, dass wir zu Musik tanzen wollen, schreibt Jordan. Unser Körper ist nämlich Experte für das Timing und die Verschmelzung zeitlicher Abläufe. Interessanterweise, fährt er fort, beruht ein neuer Trend in der Emotionstheorie auf der Idee körperlicher Repräsentationen kognitiver Prozesse. Diese Hypothese der somatischen Marker, die Antonio Damasio erst vor kurzem in seinem Buch Descartes Irrtum populär machte, geht davon aus, dass das Gehirn auf alle Arten von Erfahrungen mit angenehmen oder unangenehmen körperlichen Reaktionen antwortet. Beispiel Tierwelt. Die Gazelle empfindet einen positiven somatischen Marker, wenn sie schmackhafte Blätter im Gehölz entdeckt. Aber auch einen negativen, weil sie Gebüsch mit Räubern assoziiert. Das unbewusste Abwägen beider Marker führt unterm Strich zu dem Entschluss, dass die Blätter das Risiko nicht wert sind. Besonders interessant an dieser Theorie ist, dass sie davon ausgeht, wir hätten evolutionsgeschichtlich alte neuronale Mechanismen, um Emotionen explizit in Muskelbewegungen auszudrücken. Seit ich in psychoanalytischen Zusammenhängen wahrnehme und denke, habe ich immer wieder behauptet, der Körper speichere. Gestützt auf Selbstbeobachtung, auf Züge im automatisierten Verhalten soldatischer Männer, Körperreiz gesteuert und unterstützt von einigen Filmkritikern und französischen Analytikern, die Ähnliches wahrnahmen, aber ohne wirklichen Beweis. Die Formulierungen von Jordan kommen in die Nähe eines solchen Beweises. Der Körper vergisst die musikalischen Innervierungen nicht, schreibt er, er bewahrt sie. Der Körper speichert musikalische Erfahrungen ab. Zitat: Wir benutzen unsere Muskeln anscheinend zur Repräsentation von Musik. Wir ahmen die wichtigsten Eigenschaften musikalischer Muster durch kleine und große Bewegungen nach. Jeder musikalische Reiz löst einen Körperreflex aus und der Körper speichert diesen Reiz. Es dürfte dieser körperliche Niederschlag von Musik sein, der das Gehirn zur Ausschüttung der opiatähnlichen Endorphine veranlasst, die den Musikgenuss erheblich steigern. Musik hören, ein Rauschzustand, nicht nur metaphorisch. Zitat: Musik scheint von allen Künsten die zu sein, die uns am unmittelbarsten berührt und ist daher auch die, die am leichtesten Ekstase hervorruft. Beim Versuch, Ekstase genauer zu beschreiben, unterlaufen Jordan interessante Wörter. Zitat: Ekstase verwischt die Grenzen unseres Seins, enthüllt uns die Bindungen zur Außenwelt und lässt uns in ein Meer von Gefühlen eintauchen. Auflösung der Körpergrenzen, eintauchen in ein Medium, das er ein Meer aus Gefühlen nennt. Und dann: Ekstase ist eine momentane Transformation der Person, die sie erlebt, nicht nur eine Transformation ihrer Erfahrung, obwohl außergewöhnliche Erfahrungen für Ekstase oft notwendig sind. Eine momentane Transformation der Person. Dichter war noch keine Formulierung an dem, was ich verschiedentlich den dritten Körper genannt habe. Medium im Raum. Dritter Körper. Es war die Beschreibung einer analytischen Situation als medialer Situation von D.W. Winnicott, dem englischen Kinderanalytiker, die mich zu der Formulierung von einem dritten Körper verführte. In seinem Kapitel Zustände von Entrückung und Regression berichtet Winnicott 1958 von einem Analysanden mit besonderen Abwesenheitszuständen. Zitat: Wie so viele Patienten versinkt auch dieser gelegentlich tief in die analytische Situation und bei einigen wenigen, aber wichtigen Malen geriet er in einen Zustand der Entrückung.
Während dieser Momente der Entrücktheit geschehen unerwartete Dinge, die er manchmal erzählen kann. Winnicott notierte, Zitat, in einem momentanen Zustand der Entrückung hatte der Patient das Gefühl, während er sich wie gewöhnlich auf die Couch legte, er sei zusammengekrümmt und rolle über das Couchende hinunter. Als er davon sprach, dass er zusammengerollt gelegen hätte, deutete er mit Handbewegungen an, wie er sich in diesem seinem zusammengerollten Zustand irgendwie im Raume vor seinem Gesicht befunden und sich umherbewegt habe. Ich sagte darauf sofort, wenn Sie davon sprechen, dass Sie zusammengerollt waren und sich umherbewegten, so setzt das doch etwas voraus, dass Sie nicht beschreiben, dass Sie sich dessen nicht bewusst sind. Es setzt doch das Vorhandensein eines Mediums im Raum voraus. Nach einer Weile fragte ich ihn, ob er verstanden hätte, was ich meinte, aber ich merkte, dass er es sogleich verstanden hatte. Er sagte, ja, so etwas wie Öl, in dem die Kugeln sich bewegen wie in einem Kugellager. Der Mann war Ingenieur. Ein anderer Entrückungszustand, Zitat, er hatte das Gefühl, Leute gingen zu Türen hinein und hinaus. Ich deutete, dass dies mit dem Atem zusammenhinge, worauf er mit weiteren Assoziationen einfiel. Gedanken seien wie Atemzüge, sie seien aber auch wie Kinder und wenn ich nichts für sie tue, so habe er die Empfindung, sie seien im Stich gelassen. Seine große Angst bezieht sich auf das verlassene Kind oder die nicht aufgenommene Idee oder Bemerkung oder die vergebliche Gebärde eines Kindes. Seine Abwehr ist um diese Furcht der vergeblichen Gebärde herum errichtet. Die nicht aufgenommene Idee oder die vergebliche Gebärde eines Kindes beziehen sich ganz deutlich ebenfalls auf das tragende Medium im Raum, das in dieser Szene aber fehlt. Sie fallen zu Boden, gehen ins Leere, versickern. Dieser Patient fällt in die Entrückung, um das fehlende Medium im Raum zu erzeugen. Atem, Gedanken. Er wünscht, dass der Analytiker ihm darin entgegenkomme. Ein Moment, das Winnicott auch gern mit dem Wort Containing bezeichnete. Ein andermal ist es ein Kopfschmerz des Patienten, der merkwürdigerweise außen sitzt. Winnicott deutet, da der Schmerz dicht außen am Kopf sitze, er repräsentiere das Bedürfnis, dass jemand ihm den Kopf halte, so wie man es bei einem Kind tut, das sich in einem Zustand tiefer emotionaler Betrübnis befindet. Wieder geht es um eine Art Überbrückung des Raumes zwischen ihnen. Zitat Winnicott, ich verknüpfte nun meine Deutung mit jener Schlüsseldeutung von dem schützenden Medium und allmählich bekam er das Gefühl, dass mein Gedanke von den haltenden Händen richtig war. Er berichtete, dass er in einem Moment der Entrückung das Gefühl gehabt hätte, ich besäße eine Maschine, die ich anstellen könnte und die Vorrichtungen für eine Art von Sympathiebehandlung hätte. Er wollte also durchaus nicht, dass der Analytiker ihm den Kopf streichle, sondern sein Satz von Winnicott so aufgefasst, die Hauptsache war, dass ich sofort verstand, was er brauchte. Also Öl, in dem Kugeln sich bewegen oder Räder, gleich er fällt nicht zu Boden, Couch, Schoß des Analytikers, gleich Überbrückung des Raums zwischen Schoß und Couch, Angst vor der vergeblichen Gebärde des Kindes, aufgefangenen Atem, Gedanken und schließlich ein realer Gegenstand zur Herstellung einer Verdickung oder Verdichtung der Raumatmosphäre, ein Maschinchen, das den Raum zwischen Analytiker und Analysant auf Knopfdruck anfüllt mit dem benötigten tragenden Medium Sympathie. Für mein Gefühl geht diese Beschreibung weit über die Darstellung jenes Zustands hinaus, unter dem Winnicott die Sache schließlich theoretisch abhandelt, nämlich eine bestimmte Sorte Regression, sagt er, gut nutzbar zu machen für die Analyse, wenn der Analytiker den Moment ihres Eintritts nicht verpasst. Im Satz, die Hauptsache war, dass ich sofort verstand, was er brauchte, liegt aber, glaube ich, weit mehr und auch anderes. Denn dieser Patient brauchte nicht so sehr Deutungen regressiver Zustände, er brauchte offenbar die Wahrnehmung einer medialen Füllung des Raums zwischen Analytiker und ihm, hergestellt in einer gemeinsamen Produktion. Im Zusammenhang mit diesem Medium im Raum fällt das Wort Übertragung. Es geht um eine Veränderung im Raum, etwas Drittes, Körperhaftes, eine Art dritter Körper, der keine Imagination ist, kein eingebildetes Wesen, sondern etwas materiell Anwesendes, das beide spüren
und zu dessen Existenz beide etwas beigetragen haben. Es sind solche Wahrnehmungen vom gefüllten Zwischenraum, die Winnicott an anderer Stelle von einer Membran sprechen lassen, die er zwischen Analysant und sich empfindet. Ein Teilchen, das schwingt, wenn Wellen auf es treffen. Ein Teil, das sich in unserem Ohr, wie auch an technischen Geräten, befindet. Wir erinnern uns, dass Bell und Clark, als sie 1874 den Prototyp des ersten Telefonhörers bauten, das Trommelfell eines menschlichen Ohrs als Membran benutzten. Über die Membran im Raum, legt Winnicott nahe, geschieht eine Kommunikation mit der Person auf der Couch, die etwas anderes ist als die der Worte und Deutungen. Eine andere Art Übertragung. Momentane Transformationen der Person, ob Entrückungen in der analytischen Übertragung oder Ekstase ausgelöst durch Musik, die nach Speicherorten im Körper suchen und ihn laut Jordan oder Joachim Bauer, auf den ich gleich noch komme, auch finden, werfen ein neues Licht. Im Buch der Könige 1 habe ich die merkwürdige Erfahrung beschrieben, dass Schallplatten, die man Jahre später wieder hört, dem emotionalisierten Hörer den Eindruck vermitteln, sie hätten in ihren Rillen die Gefühle gespeichert, die man vor Jahren beim ersten Hören hatte. Die Gefühle und die Situationen, aus denen sie kamen. Ich schrieb dort, Zitat, auf manchen Charlie Mingus-Platten, bei Coltrane oder Billie Holiday, in Sun Ra's Heliocentric Worlds, in einigen Klavierkonzerten Mozarts, in vielen Rockstücken, auf Dylan-Platten, auf vielen anderen, sind bestimmte Gefühle, die ich beim Hören hatte, derart genau gespeichert, dass ich nicht zufrieden bin, das einfach Erinnerungen zu nennen. Auch nicht ein Hilfsmittel zur Wiederbelebung. Die Platten haben etwas aufgezeichnet, während sie liefen. Nicht nur etwas abgespielt. Rein technisch ist das natürlich Quatsch. Die Nadel selber gräbt nichts Neues in die Rillen. Merkwürdigerweise stoße ich aber auf wenig Widerstand, wenn ich diese Wahrnehmung äußere. Im Gegenteil, andere Menschen, für die bestimmte Musiken in bestimmten Lebensmomenten besonders wichtig waren, scheinen das Gleiche zu empfinden. Die offenkundige Irrationalität der Aussage stört sie nicht. Ihr Gefühl, dass das irgendwie stimmt, ist stärker. Was ist da nun dran? Zieht man Robert Jordans Befund vom speichernden Körper hinzu, ergäbe sich, dass bei späterem Hören, dass bei erneuerter Übertragung, wenn sie stark genug ist, die betroffenen muskulären Partikel ihr Gespeichertes öffnen, ihren Reiz ins limbische System zurücksenden und dieses die Wahrnehmungen abruft, die mit dem früheren Hören verbunden waren. Weitergeschickt zum Cortex, zur Hirnrinde, Großhirnrinde, erscheinen sie uns als exakte Erinnerungen, Bilder, Gesichter, Gerüche, Orte, Konstellationen und das Herzzerreißende, die Wiederbelebung scheinbar untergegangener Gefühle. Übertragen wird zwischen Geräten und Menschen, Geräten und Geräten, Menschen und Menschen, Gedanken werden übertragen und Krankheiten, Aufgaben und Ämter. Neue Fähigkeiten, die Menschen irgendwo erwerben, übertragen sich auf merkwürdige Weisen. Eine Stimmung überträgt sich und Musik überträgt sich in den Körper und wird gespeichert in offenbar speziell dafür vorgesehenen Hirn- und Muskelarealen. Ich glaube, dass mit noch einigen weiteren Feststellungen neuerer Hirnforschung sich ein tatsächlich weiterführender Zugang zu den angesprochenen Phänomenen ergibt. Da ist an erster Stelle die permanente Veränderbarkeit unserer Hirnstrukturen, bedingt durch den Wechsel unserer Tätigkeiten und die wechselnden Erfahrungen unseres Beziehungslebens, betont besonders Joachim Bauer in seinem Buch »Das Gedächtnis des Körpers«, das den Stand der gehirnlichen Dinge bis zum Jahr 2002 zusammenzufassen sucht. Bauer ist Professor für Psychoneurobiologie in Freiburg. In seinen Vorlesungen hören Studenten Dinge wie diese. Zitat, hätten wir die Möglichkeit, einmal im Jahr eine Reise in unser Gehirn zu machen und uns dort mit einem Elektronenmikroskop umzusehen, würden wir erheblich veränderte Landschaften entdecken. Der Grund dafür ist, dass Ereignisse, Erlebnisse und Lebensstile,
die Aktivität von Genen steuern und im Gehirn Strukturen verändern. Nicht also die Gene steuern unser Verhalten, wie es die panischen Boulevardversionen wollen. Bauer, Zitat, erst in jüngster Zeit wurde außerdem entdeckt, dass individuelle Erfahrungen im Organismus Reaktionsmuster ausbilden können, die einen Einfluss auf die Regulation der Genaktivität in zukünftigen Situationen haben. Es wurde experimentell gezeigt, dass bestimmte genetische Reaktionsmuster durch Erlebnisse und Erfahrungen eingestellt werden können. Besonders die Stressforscher haben sich in dieser Hinsicht hervorgetan. Bauer zitiert Leon Eisenberg, der bündig von der sozialen Konstruktion des menschlichen Gehirns spricht. Er nennt dafür als Grundregel Nummer eins zur Wahrnehmungstätigkeit, also zum Beispiel Musik hören, bioelektrische Aktivierung, verstärkt die synaptische Verknüpfung, auf eine Formel gebracht, natürlich von Amerikanern, lautet das Cells that fire together, wire together. Die Arbeit der Neuronen wird ja als Feuern bezeichnet, Feier. Ne? Cells, sagt Freud, Cells that fire together, wire together. Wird zusammen feuert, verkabelt sich zusammen, fire and wire. Wer zusammen feuert, verkabelt sich. Grundregel Nummer zwei, Synapsen, die nicht aktiviert werden, verlieren ihre Relevanz, lösen sich auf, schwächeln, verschwinden. Amerikanische Formel, use it or lose it. Was nicht benutzt wird, schläft ein. Zitat, die grundlegende Fähigkeit des Gehirns, durch sein Tätigwerden seine synaptischen Verschaltungen zu verändern und damit seine eigene Feinstruktur umzubauen, wird als synaptische Plastizität bezeichnet. Der Bremer Neurobiologe Gerhard Roth, der in ähnlicher Weise Kompendien des laufenden Stands der Hirnforschungen erstellt, spricht in die gleiche Richtung. Er dokumentiert dabei eine bemerkenswerte Kehrtwendung, die Neurologen und Neurobiologen im Laufe des letzten Jahrzehnts vollzogen haben, nämlich eine sehr weitgehende Rehabilitierung der meisten Grundannahmen Freuds zum psychischen Apparat, die noch in den 80er und 90er Jahren von Hirnforschern überwiegend als Humbug verlacht wurden. Mehrere spekulative Grundannahmen Freuds sieht Roth durch die heutige Hirnforschung bestätigt, besonders die Annahme unbewusster, determinierender Prozesse. Zitat, schließlich haben die Neurowissenschaften zusammen mit der Psychiatrie und der Entwicklungspsychologie begonnen, die Folgen frühkindlicher traumatischer Ereignisse wie Störungen der Mutter-Kind-Beziehung, des sexuellen Missbrauchs und anderer stark belastender Geschehnisse auf neuronaler Ebene nachzuweisen. All dies erfüllt schon jetzt die Forderungen, die Freud nannte, nämlich eine Lokalisation der seelischen Vorgänge im Hirn zu erreichen und den anatomischen Ort des Systems BW, Bewusstsein, der bewussten Seelentätigkeit in der Hirnrinde zu erkennen und die unbewussten Vorgänge in die subkortikalen Hirnpartien zu versetzen. Was Freud angenommen hatte, ohne Belege, was Hirnforscher heute nachweisen. Man muss dabei bedenken, dass die Mikroelektrodentechnik, mit Hilfe derer man die Aktivität einzelner Neurone registrieren kann, sich erst im Laufe der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelte. In den 70er und 80er Jahren kam die Immunzytochemie dazu, die überhaupt erst die neurochemische und neuropharmakologische Vielfalt des Gehirns enthüllte. Intrazelluläre Ableitungen und die Patch-Clamp-Technik revolutionierten unser Verständnis von den Prozessen, die bei Erregung und Hemmung an der Membran einer Nervenzelle stattfinden. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kamen die bildgebenden Verfahren hinzu, die erstmals eine genauere Lokalisierung der Aktivitäten des gesamten menschlichen Gehirns bei ungeöffnetem Schädel ermöglichten, insbesondere von Aktivitäten im limbischen System. Durch Kombination all dieser Methoden begann erst vor rund einem Jahrzehnt die genauere Erforschung der neuronalen Grundlagen dessen, was Freud psychischen Apparat genannt hat. Also Hirnforschungstexte, die älter als 8 Jahre sind, kann man alle in den Müll schmeißen. Es geht also um Übertragung von Intensitäten und nicht von Inhalten vom Unbewussten ins Vorbewusste oder Bewusste. Bei der Neubelebung der im Unbewussten gespeicherten Wahrnehmungen geht es also immer auch um verschobene Darstellungen von Unbewusstem. Es geht um die Übertragung von Intensitäten,
die im Bewusstsein aber andere Inhalte haben. Ein intensives Erleben von Musik im Bewusstsein kann also anstelle eines intensiven Erlebens im Unbewussten stehen, das mit Musik selber nichts zu tun hat. Es kann zum Beispiel eine Abwesenheit ersetzen, kann den Raum, den eine Mutter oder sonst jemand leer gelassen hat, mit der Füllung durch das Material Musik beantworten. Bewerkstelligt durch die Übertragung einer intensiv erfahrenen Leere im Unbewussten mittels einer Füllung durch intensiv erlebte Töne, Musik im Bewusstsein. Wobei das unbewusste traumatische Erleben, leere Stelle der Mutter, und das bewusste Erleben, berauschende Fülle der Musik, verschiedene Zellstrukturen im Hirn hätte. Verbunden nur durch eine Energiemenge. Durch die Übertragung dieser Energiemenge von einem Hirnareal in ein anderes. Die Arbeit des Analytikers in diesem Falle bestünde darin, den Weg dieser energetischen Übertragung zurückzuverfolgen, zu erspüren oder zu hören, welche Leerstelle, welche traumatisierte Position im Unbewussten des Patienten sich in dieser für ihn typischen Weise zu Gehör bringt. Die Wahrnehmung davon, die sich im Analytiker vollzieht, Gegenübertragung in der analytischen Sprache, beziehungsweise projektive Identifikation mit dem Patienten oder Ähnliches, wäre materiell zu beschreiben als die Rückübertragung eines Energiequantums von einer Zellstruktur, Cortex, in eine andere Zellstruktur, limbisches System, bei gleichzeitigem Erspüren der geschichtlichen Konstellation, die diese Energieübertragung im Patienten ausgelöst hat. Zitat: Ein Teilorgan des limbischen Systems ist der Mandelkern, Amygdala, der Erinnerungsspuren darüber abspeichert, ob Ereignisse der Situationen für den eigenen Orgasmus angenehm oder schädlich bzw. unangenehm, aversiv waren. Mit seinem Wissen und seiner Fähigkeit, bei Bedarf tiefer gelegene Hirnzentren zu alarmieren, beteiligt sich dieser Mandelkern entscheidend an der Bewertung neuer Situationen und Ereignisse, also das Zentrum des Unbewussten. Wie aber soll diese Rückverfolgung vom Analytiker aus passieren? Wie verwandelt sich der Analytiker in ein Wesen, das in seiner eigenen zerebralen Zellstruktur, der Zellstruktur des Unbewussten des Patienten so nahe kommt, dass er nicht nur dessen Energiequantum erspürt oder auffängt wie ein Radioempfänger die gesendeten Wellen, sondern diese gesendeten Wellen auch umwandeln kann in eine andere Daseins- bzw. Zellform, in eine gesprochene Deutung, in ein Bild, das er dem Patienten darbietet, in das Erspüren einer geschichtlichen Konstellation, die er dem Patienten gegenüber aussprechen oder andeuten kann oder sie so antippen, umschreiben und aufbereiten, dass dieser selber eine Äußerungsform dafür findet, die etwas anderes wäre als die bei ihm, in diesem Fall, vorliegende Zwangsäußerung dieser Konstellation durch einen bestimmten Umgang mit Musik. Dieser bestünde bei ihm beispielsweise im zwangsweisen Auffüllen einer traumatisch leergeräumten Stelle durch die ständige Zufuhr immer gleicher Musik, durch immer dieselbe Mozart-, Hip-Hop- oder Techno-Platte. Eine Zufuhr, die immer wieder momentane Erleichterung und Befriedigung brächte, ohne aber das aus dem Unbewussten sendende Energiequantum, dessen ständiges, unglückliches Strömen, zu mindern oder gar abzustellen. Wie verwandelt sich der Analytiker in solch ein Wesen? Ich kann ja nun, wenn ich vom dritten Körper spreche, schwerlich behaupten, dass die Zellstrukturen bei der Amygdalas aus ihrem je eigenen Schädel auswandern und sich im Raum knapp über dem Teppich treffen, um eine neue Gesamtamygdala zu bilden, eine mystisch-fantastische Gestalt, die in der Lage wäre, die Substrate des Unbewussten aller beider derart zu vermischen und zu verbinden, dass ein Austausch, ein gegenseitiges Erleben der Struktur des Unbewussten, das jeweils andere, im Analytikerzimmer nicht nur magisch, sondern körperlich materiell stattfände. Und wenn ich es behauptete, wer würde mir glauben? Nein, es genügt wohl zu sagen, beide senden etwas aus, das sich im Raum verbindet. Wenn behauptet wird, Liebespaare würden sich nach ihrem Geruch auswählen und dies untermauert wird durch ganze Testserien,
womit wir dann in unserem Liebesleben an erster Stelle eine Art Hunde wären, bloß diesen unendlich unterlegen, dann hat doch unser einfacher Reflex, der dazu sagt, glaube ich nicht, ganz sicher recht. Kann doch nicht sein, die wollen mir erzählen, dass die ganze wahrgenommene Schönheit und Komplexität der Person, die ich liebe, nur ein Reflex meines dazu noch unbewusst arbeitenden Nasenwesens ist. Nichts weiter als die unbewusste Übereinstimmung zweier ähnlich arbeitender Nasensysteme. Dann hat dieser Instinkt recht, weil er mehr ist als ein Instinkt, nämlich ein Wissen. Ja, wir können uns riechen, aber der Geruch ist doch nur eine unter tausend anderen körperlichen Ausstrahlungen, die von den Versuchsleitern nicht gemessen wurden und werden. Wir sind Figuren aus Licht und Wasser, einer Reihe von Säuren und ein paar Mineralien und äußern uns in Wellen. Alle unsere Körperzellen nehmen ständig nicht nur Nahrung, sondern Licht und Wellen auf, mediale Reize und Reize aus der Luft, darunter eine ungeheure Menge an Reizen, die von anderen Körpern, von anderen Personen ausgehen. Nur für die gröbsten dieser Reize haben wir ein bewusst ausgearbeitetes Sensorium. Wir nehmen sofort die Laune von Personen wahr, wenn sie den Raum betreten, besonders von Personen, die wir gut kennen. Aber wenn wir sagen, der oder die war aber geladen, dann sind wir uns dessen sicher auch bei Personen, die wir kaum oder gar nicht kennen. Und wie geht das? Vorsicht, explodiere gleich. Ein Teil davon nehmen wir mit dem Auge wahr. Haltung, Gesichtsausdrücke. Vielleicht riechen wir auch hier, ohne es zu merken, die Wut. Aber die Person strahlt auch aus. Bestimmte Zellstrukturen ihres Körpers senden Wut. Und bestimmte Zellstrukturen unseres Körpers, die dafür empfänglich sind, warnen uns. Vorsicht, Explosivstoff. Wir lesen in der Zeitung, dass in Kalifornien Versuchsreihen mit Hunden in der Krebsfrüherkennung laufen. Hunde seien in der Lage, so die Hypothese, bestimmte Krebsarten bei Menschen in sehr frühen Stadien zu erschnüffeln. Und wenn darauf trainiert, ihr Missfallen bzw. ihre Unruhe wahrnehmbar zu äußern. Wir lesen das und denken nicht viel dabei. Aber was riecht der Hund denn? Er riecht Partikel, die die befallenen Körper absondern. Er riecht an Material. Er riecht Körperzellen, Mikrostrukturen, die auf Wellen durch den Luftraum segeln, der die Körper umgibt. Sollten die Zellstrukturen, in denen sich unsere unbewussten Prozesse abspielen, nicht dazu in der Lage sein? Es ist also eher anzunehmen, dass die Konfiguration, die ich den dritten Körper nenne, nicht nur in der analytischen Situation aus den mächtig sendenden Amygdala-Strukturen von Analytiker und Analysant im Raum entstehen kann, wenn beide die medialen Voraussetzungen dafür geschaffen haben, nämlich die Wellenverdichtung im Raum derart zu konzentrieren, dass die Empfindung eines tragenden, umgebenden Mediums, wie bei Winnicotts Patient, entstehen konnte. In der Analyse liegt es nahe, dass dieser Zustand immer sehr dicht am primären gehalten worden sein oder nicht gehalten worden sein der zuständigen mütterlichen Figuren liegt. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. In Fällen, wo es darum geht, dass die Beteiligten über sich hinaus wollen, aus sich heraus wollen, auf die weite Ebene neuer Erfahrungen gelangen wollen, wird diese Erzeugung eines dritten Körpers zwischen ihnen eher eine transgressive als eine regressive Tätigkeit sein. Ruth nennt Meditation, Drogen, Liebe als mögliche Auslöser des emotionalen Aufruhrs. Die zwangsläufige Beschränktheit des rein Sprachlichen begründet er mit dem fatalen Deutungszirkel, in dem sich der Patient einer Analyse ich-gesteuert befindet. Er rechnet nicht mit der differenten Struktur von Gehirnzellen. Zitat Roth: Die Amygdala und die anderen limbischen Zentren verstehen Sprache als rein kognitives Kommunikationsereignis nicht, sondern nur die mit ihnen verbundenen emotionalen Komponenten wie Prosodie, also Sprachmelodie, Mimik und Gestik oder sprachlich ausgelöste emotionale Zustände wie bildliche Erinnerungen oder Vorstellungen. Diese Emotionen können dann Veränderungen subkortikaler limbischer Zentren auslösen, zum Beispiel die gesteigerte Ausschüttung bestimmter Neuromodulatoren und Neuropeptide. Ich würde zu Meditation, Drogen, Liebe, die Zustände intensiver Freundschaft hinzufügen, weiter die Zustände von Berührung und Vermischung
mit erregenden Produktionen der verschiedenen Künste, Musik, Malerei, Filmen, unter Umständen auch die Zustände von Auflösung gepanzerter Körperstrukturen durch extreme sportliche Anstrengungen. Emotionaler Aufruhr, das Schlüsselwort. Es geht um psychophysische Ausnahmezustände. Jener Moment, in dem das Unbewusste des Analytikers mit dem des Analysanten in die Schwingungskorrespondenz tritt, die sich Übertragung nennt, und Gegenübertragung ist ein Ausnahmezustand. Ein Sonderzustand feinstsensorischer bzw. feinstelektronischer Übertragungen, für den es sehr wahrscheinlich auch einen Messbarkeitsgrad geben wird, wenn erst die Nanotechnologien entsprechend weit entwickelt sein werden. Musik, Medien, Übertragung. Kein Ausnahmezustand ist es, wenn das Küchenradio den ganzen Tag läuft, auf Unterlautstärke und die Intervalle zwischen den Nachrichten- und Reklamesegmenten überbrückt. Wer sich akustisch in dieser Weise behandelt, bringt zum Ausdruck, dass er eines ganz sicherlich nicht wünscht, eine tiefgreifende Umstrukturierung oder Andersstrukturierung seiner momentanen Körperlichkeit. Wer sich durch Musik verändern will, braucht zwischen der Musik und sich den dritten Körper, der aus dem Zusammenprall der musikalischen Wellen und der ausgesendeten Wellen des eigenen Körpers besteht. Dieser dritte Körper entsteht ganz spürbar im Raum, bei mir besonders durch elektrifizierte Musik, verschiedenste Formen des Rock, aber auch durch bestimmte Free-Jazz-Sachen, Sun Ra, Art Ensemble of Chicago. Bei anderen mag es Beethoven sein. Ein Teil des eigenen Unbewussten wandert sozusagen aus in den Raum, in diesen Körper hinein, trifft sich mit dem Wellenkörper der Musik, die auch ihr Unbewusstes hat, das nicht etwa aus irgendwie unbestimmten, vagen Wünschen oder Darstellungen besteht, sondern bei den meisten Musiken ziemlich exakt benennbar ist. Die Wünsche und Vorstellungen, die eine Musik transportiert, setzen sich sehr genau fest in meiner Empfindung. Was sich zwischen der Musik, die in diesem Falle der Therapeut ist, und meinem Körper abspielt, kann ich mir bewusst machen oder es auch lassen. Aber wenn ich es tue, ist es genau die Umwandlungs- oder Übersetzungsarbeit, von der Hirnforscher wie auch Psychoanalytiker sprechen. In meinem Bewusstsein wird aus der Musik etwas anderes. Gedanken, Einsichten, Vorstellungen, Wünsche. Die primäre körperliche Sensationierung, die die Musik mit mir vornimmt, indem sie aus dem Meinen und dem Ihren einen dritten Körper entstehen lässt, wird etwas anderes, wenn ich sie mit meinem Bewusstsein verarbeite. Ich wandle die Mikrozellen der Musik, die sich mit den Mikrozellen meines unbewussten Systems verbunden, zu einer leidenschaftlichen Wahrnehmung, um in neue Zellkombinationen meines Kortex. Darüber hinaus bewahre ich etwas im Körper, im ganzen sensomotorischen System, das ein Ergebnis des Zusammenpralls mit der Musik ist. Das ist für mich das Entscheidende in einem ganz materiellen Sinn. Bestimmte Teile der Zellstruktur meines Körpers haben sich verändert nach der Aufnahme bestimmter Musiken. Ich reagiere anders. Nicht nur anders auf bestimmte Musiken, auch anders auf bestimmte Menschen und anders auf die Zustände des Wirklichen überhaupt, mit denen ich zu tun habe. Ich behaupte, vorwiegend immer noch aus Selbstbeobachtung, dass diese Veränderung nicht eintritt bzw. nicht von Dauer ist, ohne Durchgang durch dies Gebilde des dritten Körpers, gebildet aus mir und einem stark sendenden Daseinszustand oder einem anderen Körper aus den Wellen aussendenden Wirklichkeiten. In einem weitreichenden Abschnitt mit der Überschrift „Die Verschränkung der Stimmen im analytischen Gespräch“ untersucht Sebastian Leikert, den ich eingangs erwähnte, in seinem Buch zur Psychoanalyse der Musik die Stimmen der Beteiligten unter dem Aspekt ihrer Objekthaftigkeit. Er schreibt, die Stimme des Analysanten sucht die Stimme des Analytikers in die Präsenz zu rufen. Nicht um die Bedeutung zu affirmieren, sondern um sich seiner Anwesenheit zu versichern. Seine Gegenwart ist Anhalt der Hoffnung auf eine nicht erneut traumatische Wiederholung des unbewussten Szenarios. Wenn man dies mit Winnicott verbindet, ergibt sich,
was im Raum zwischen den beiden passiert, in einer akustischen Situation, ist die Herstellung einer Präsenz von Stimmkörpern, die durch ihre verdichtete Anwesenheit die Wiederholung des Traumatischen ausschließen. Likert: Die analytische Situation kehrt das Primat des Optischen und der Vorrangigkeit des Visuellen zugunsten der ursprünglichen Vorrangigkeit des Akustischen um. Übrigens auch ein Zentralgedanke von McLuhan, der viel mehr am Akustischen hängt als am Visuellen, wie man bei oberflächlicher Lektüre eher denken wird. Die Stimme wird zur Stütze, zum Rahmen und zum Zeichen der Anwesenheit des Anderen. Der Körper bezieht sich auf die Stimme, wie die Stimme sich auf den Körper bezieht. Dann folgt eine Formulierung, die an einen Ringkampf der Stimmen denken lässt. Likert: Jeder Analytiker kennt die Belagerung seiner Subjektivität durch den Ansturm der Stimme des Analysanden. Er kennt jedoch auch das Gewicht, das seiner Stimme jenseits der manifesten Aussage zukommt. Er wird dem Gebrauch seiner Stimme eine besondere Bedeutung für den analytischen Prozess zuerkennen. Belagerung also und dann Invasion. Die Angestrengtheit des Analytikers beruht auf der Wirkung der invasiven Präsenz der Stimme des Analysanten im Körper des Analytikers, schreibt Likert. Die Stimme dringt also ein und der Analytiker muss sich ihrer erwehren. Likert sieht die Präsenz der Stimme als Objekt gegeben und formuliert daraus bündig wie ein Lehrsatz: Die Stimme als Objekt des Begehrens ist Motor der Übertragungsbeziehung. Das heißt, das Senden der Amygdalas allein würde nicht reichen. Von hier aus schließt Likert den Bogen zurück zur intrauterinen Stimmsituation, wenn er sagt, die Stimme des anderen ist dem Subjekt eingeboren, sie ist gleich ursprünglich mit der Beziehung überhaupt. Wobei eingeboren nichts Genetisches bezeichnet, sondern das, was ich gehört habe als Fötus in meiner Lauthülle. Dies ist mir eingeboren, mit diesem will ich eine Berührung herstellen, weil ich weiß, dass es meinen Körper füllt, wie umhüllt in einer dehnbaren Hülle, weil es die akustische Versicherung der Beziehung, akustische Versicherung der Wirklichkeit der Beziehung ist. Der Beziehung, die ich insgesamt unterhalte zur Blasewelt und von der ich bestimmt etwas bekomme oder auch realisiere in meiner Verbindung mit Stimmen und Musik. Die Lauthülle, die Stimme und Musik dem Körper zurückgeben, ist aber zugleich die Hülle, aus der man herauswächst, wenn man sich häutet. In der analytischen Situation, sagt Likert, ist es dabei die Stimme des Analytikers in der Übertragung, die es ermöglicht, die drohende Desorganisation der Körperlichkeit des Analysanten zu begrenzen. Die Stimme also als das Medium im Raum, das einen nicht zu Boden stürzen lässt, das einen bewahrt vor der Körperzerreißung, ob in der analytischen Situation oder im eigenen Zimmer, in dem man sich liegend oder tanzend von einer Musik überschwemmen lässt, seine Körpergrenzen von einer Musik austesten lässt oder auch sich einen neuen Körper übertragen lässt, den man nur empfangen kann, wenn man ihm in emotionalem Aufruhr entgegenwächst. Dies ist das Wort, das ich eigentlich suche. Entgegenwachsen. Dies alles zusammengenommen von der Psychoanalyse des Pränatalen und des Kleinkinds, Winnicotts Wahrnehmung von der Medialität der Übertragungen, wohl ein Ableger der Übergangsobjekte, die praktische Beackerung dieses Felds durch Elektropop, die Zellexplorationen der jüngsten Hirnforschung und die Verschlingungsakte des Lacanianers Likert mit der Stimme ergibt schon einen ganz ordentlichen Berg Bausteine zu einer neuen Theorie der Musik, einem weiterführenden Verständnis der Übertragungen. Die Vorstellung, dass eine Psychoanalyse dauerhaft die Verschaltung von Hirnstrukturen verändern kann, eine brennende Idee, die Freud verfolgte, ist nach all dem keine Vorstellung mehr, sondern ein Faktum. Eine Veränderung, in deren Zentrum Roth den Prozess von Übertragung und Gegenübertragung sieht. Hierzu und zur Verbindung dieser Vorgänge mit Schwingungsprozessen hat die Hirnforschung auch noch etwas zu sagen.
Joachim Bauer, Zitat, die an einer momentanen Wahrnehmung oder Vorstellung beteiligten Nervenzellnetzwerke befinden sich im Moment der gemeinsamen Aktion in einer zeitgleichen, simultanen, phasengleichen, synchronen, rhythmischen, bioelektrischen Aktivität, zu der sie sich über ihre Verbindungen anregen. Die Frequenz dieser bioelektrischen Aktivität im Hirn liegt bei etwa 40 Hertz, 40 Schwingungen pro Sekunde. Synchronisation, also Gleichzeitigkeit und Phasengleichheit der Aktivität, sind somit das Bindemittel und Ordnungsmerkmal der Gehirntätigkeit, wie es der Frankfurter Hirnforscher Wolf Singer ausdrückte, der an der bahnbrechenden Entdeckung dieses Mechanismus führend beteiligt war. Bei Bahnbrechen muss man eigentlich immer misstrauisch sein, aber kann man ab und zu hier vielleicht sogar mal sagen. Simultan, synchron, rhythmisch auf einer Schwingungsfrequenz von 40 Hertz arbeiten die Nervenzellnetzwerke bei ihren Verschaltungen. Wenn das nicht Musik ist in meinen Ohren. Ein tiefer Basston machte man ihn hörbar. Könnte sehr wohl sein, dass dies die Frequenz und Modalität ist, auf der der dritte Körper schwingt im aufgeladenen Raum. Vielleicht sollte man doch besser sagen, drittes Objekt oder Zwischenobjekt oder vielleicht Schwingungsobjekt für diese Übertragung. Parallelität der Übertragungsvorgänge, analytisch, technisch, medial. Darin liegt vielleicht eine Antwort darauf, warum Künstler sich selten auf der Couch einfinden. Sie arbeiten in Übertragungsvorgängen mit ihrem Material, ihren Medien. Es besteht eine Art Wettbewerb oder Idealkonkurrenz zu dem, was auch in einer Analyse abläuft. Ihr Gefühl, das viele Künstler auch so geäußert haben, der Analytiker hat uns da nichts zu sagen, hat auf diesem Hintergrund was womöglich Reales oder ist zutreffend, was die Materialität ihrer Arbeit angeht, die Materialität ihrer Arbeit und Umgang mit den Medien. Unzutreffend, was ihre persönlichen Beziehungen angeht. Dort oft unentwickelt, die übliche Spaltung in der Person, die wir haben, ob bei vielen Artisten oder sonst wo, hochentwickelte Fähigkeiten auf bestimmten medialen Bereichen und absolutes Hinterherhinken in persönlichen Beziehungen und eine Art Unentwicklungszustand auf der. Hier auch eine mögliche Antwort zur Differenz, zu der oft gestellten Frage, wo unterscheidet sich der Artist vom Psychotiker? Auch lebend in den gleichen Übergängen und Welten. Der Artist tritt ein in materielle Übertragungsprozesse. Das heilt. Der Psychotiker rotiert ohne Anschlüsse, eher im Leeren. Er bleibt Objekt von Strahlungen, Stimmen etc., wie wir das alle kennen, verfolgt, ausgesetzt. Das heißt, wer nicht entgegensetzt und eintritt in diese dritte oder Schwingungsobjekt Körperberührung, wird isoliert oder bleibt isoliert oder wird paranoisch, wie eines der klinischen Wörter dafür lautet. Und zum Schluss, wer in dieses Bändchen hier reinschaut, Wilhelm Flusser, Texte, Absolute, wird einen Text finden, der Geste des Musikhörens heißt, den ich mir beim Schreiben dieses Textes noch gar nicht angeschaut hatte, aber jetzt hinterher. Und in Flussers, ja, wie man sagen möchte, unnachahmlicher Weise äußert er Dinge, die genau an diesen Grenzen spielen, die ich hier versucht habe zu beschreiben. Flusser sagt, der menschliche Körper ist für Schallwellen permeabel und zwar so, dass ihn diese Wellen in Schwingung versetzen, dass sie ihn ergreifen. Zwar gibt es im Körper spezifische Hörorgane, welche die akustischen Schwingungen in andere, zum Beispiel elektromagnetische Schwingungen, übertragen, aber Musik bringt nicht nur den Hörnerv, sondern den ganzen Körper zum Schwingen. Also kann zum Schwingen. Zwei. Der Musikhörende dagegen konzentriert sich eigentlich gar nicht, sondern er konzentriert die ankommenden Schallwellen ins Innere seines Körpers. Das bedeutet, beim Musikhören wird der Körper Musik
und die Musik wird Körper. Das ist eigentlich in anderen Worten genau das, was ich mit dem dritten Körper zu beschreiben versuche. Da der Hörende beim Hören selbst die gehörte Musik ist, da sein Selbst die Musik ist, heißt sich der Musik anzupassen, eben selbst Musik zu werden. Und daher wäre eine Untersuchung des Musikhörens vom physiologischen und neurologischen Standpunkt wahrscheinlich eine gute Methode, Vorgänge vom Typ logisches Denken, schöpferische Imagination oder intuitives Verstehen von ihrer körperlichen Seite aus zu begreifen. Was die Hirnforscher, die ich zitiert habe, Robert Jordan vor allem nun genau gemacht haben. Und Musikhören ist eine Geste, in der sich der Körper auf die Mathesis Universalis einstellt. Er kann dies, weil die akustischen Schwingungen die Körperhaut nicht nur durchdringen, sondern sie dabei zum Mitschwingen bringen. Die Haut, jenes Niemandsland zwischen Mensch und Welt, wird dadurch aus Grenze zu Verbindung. Beim Musikhören fällt die Trennung zwischen Mensch und Welt. Der Mensch überwindet seine Haut oder umgekehrt, die Haut überwindet ihren Menschen. Die mathematische Schwingung der Haut beim Musikhören, die sich dann auf die Eingeweide, aufs Innere überträgt, ist Ekstase, ist das mystische Erlebnis. Es ist die Überwindung der Hegelschen Dialektik. Beim Musikhören findet der Mensch sich selbst, ohne die Welt zu verlieren. Und er findet die Welt, ohne sich selbst zu verlieren, indem er sich selbst als Welt und die Welt als sich selbst findet.